Alle Apotheke Steiner, guten Tag. Guten Tag, mir ist nicht gut. Ja, hallo? Ich hab Bauchschmerzen und im Kopf geht's auch rum. Im Kopf geht's auch rum, was hast du denn gegessen? Fischstäbchen und Kartoffelbrei. Fischstäbchen und Kartoffelbrei? Ja. Und davon ist dir jetzt schlecht? Nein, dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt und dann habe ich eine Tablette genommen. Du hast, hat dir die Mama die Tablette gegeben? Nein, die habe ich mir selber genommen. Weißt du, was das für eine Tablette war? Die, der Papa seine Kopfschmerztablette. Und wo hast du die her? Vom Papa sein Nachtschrank. Vom Papas Nachtschrank? Ja, vom Nachttisch, da liegen seine Kopfschmerztablette immer. Welche Farbe hatte denn die Tablette? Die Tablette? Ja. Blau. Blau? Ja. Wie alt bist du? Fünf. Fünf? Ja. Gott. Weiß nicht mehr. Wo ist denn deine Mama? Die ist auf Arbeit. Die ist auf Arbeit. Und der Papa? Der ist auch auf Arbeit. Und du bist ganz alleine zu Hause? Ja. Geht's mir dann besser, wenn ich vielleicht noch eine nehme? Nein, um Gottes Willen, bloß nicht. Nur eine? Nein, gar keine, nicht mal eine halbe. Aber die schmecken doch so. Die können gar nicht schmecken. Doch. Nein. Doch, der Papa sagt, ihm schmecken die. Und die nimmt er immer, wenn er es im Kopf hat. Wenn dir unbedingt weiterhin schlecht sein soll und du Nein. weiter... Na siehst Nein. du. Na also. Aber warum denn? Das ist doch nur eine Kopfschmerztablette. Na und warum ist dir dann schlecht? Also was soll ich jetzt machen? Ich esse jetzt noch eine Tablette vom Papa. Nein, du isst jetzt nicht noch mal eine Tablette vom aber Papa. Dann geht's aber besser. Nein, dann geht es dir noch schlimmer. Noch schlimmer? Ja. Von der blauen Tablette? Ganz genau. Was ist denn das für eine Tablette, dass mir da so schlecht wird? Das ist Viagra. Was? Das ist Viagra. Und das nimmt der Papa nicht, weil er Kopfschmerzen hat. Doch, der Papa hat gesagt, das nimmt er, weil er... Ja, das hat der Papa gesagt, aber dann hat der Papa dich angeflunkert. Mein Papa flunkert. Doch, dein Papa flunkert. Nein. Doch. Was ist es denn dann, hä? Also ich glaube nicht, dass ich dir das jetzt erklären kann. Warum nicht? Weil das nicht wahr ist. Doch, ich weiß das sehr gut. Aber du bist dafür noch ein bisschen zu jung. Du bist wesentlich zu jung, die Dinger überhaupt zu schlucken. Wieso? Die ging ganz einfach rein und dann habe ich geschluckt und da war sie weg. Guck. Ah. Na, was ist es denn jetzt? Die Leute hier gucken auch schon so komisch. Welche Leute? Na, die Leute hier vom Radio. Oh, weia.